So, jetzt kommt die versprochene brandheiße Action. Das habt ihr gesehen zuerst, die was das Video jetzt komplett angeschaut haben. Natürlich werde ich das, den Akt auch noch in einem extra eigenen Video geben. Aber ich bin heute bei der Demo bei dem Gericht vorbeigegangen, beim Landesgericht. Und da habe ich einen so einen Brief zerrissen vom Strafamt. Du könnt es sehen, da steht Strafamt drauf. Heute habe ich 4 Briefe mit. Ihr seht, es sind jetzt nur 3 Briefe. Einen habe ich ja schon zerrissen vom Gericht heute ganz demonstrativ. Aber trotzdem wird der heute auch noch den Feuer übergeben. Da war zum Beispiel, ihr seht, einen zerrissenen Schnipsel. Da haben wir schon mal 405 Euro, was ich offen hätte. Ich auch. Das tue ich jetzt einmal kurz dazu den Schnipsel rein. Da, das ist der Brief, den ich beim Gericht zerrissen habe. Aber zerreißen alleine reicht nicht. Das muss auch verbrennt werden. Ja. Schauen wir mal in dem Brief da rein. Da schreibt mir für den Bürgermeister die Doris Wechselberger. Ja, elektronisch gefertigt, wie wir heute schon einen Redner gehört haben. Unterschreiben traut sich sowas selbst eh keiner mehr, weil keiner haften will. Da haben wir mal offen, was sehen wir denn da? Da haben wir mal so. Dunkel, 110 Euro. Das wäre einmal zum Verbrennen. Dann der nächste Brief da. Da sind wir mit 505 Euro besammeln. Also haben wir schon mal mit den 3 Briefen gute 1000 Euro. Wer hat mir den geschrieben? Die Marika Stollwitzer hat mir das geschrieben. Das sind alles halbe irgendwelche Damen, hörst. Ja. Die, was mir die Briefe schicken. Es ist aber so, gell? Die Frauen wollen von uns Männern die Kohle haben. So. Es geht ein bisschen der Wind, es wird ein bisschen Schwierigkeit. Eigentlich sind die mit dem Wind, ich mach das Wind geschützt. So. Ah ja, genau. Unter dem Video verlinke ich mal 2 weitere Videos. Da seht ihr, da habe ich schon mal ein paar so Verbrennungsaktionen gemacht. Das ist nicht das erste Mal, dass ich meine Strafanzeigen, meine blauen RSB-Briefe und so weiter und so fort jetzt mittlerweile verbrenne. So, jetzt schichten wir das nochmal gescheit auf. Feuer braucht Luft, das müsst ihr alle beachten, wenn ihr sowas auch machen wollt. Gell? Das stellen wir jetzt da so auf. Da machen wir einen Deckel drauf. So, da den Brief, den habe ich noch nicht einmal aufgemacht. Ihr seht, er ist auch vom Strafamt. Aber wisst ihr was? Das könnten jetzt wieder 100 Euro sein, 400 oder 500 Euro. Wisst ihr was? Mich interessiert das gar nicht. Ich schaue da gar nicht mal mehr rein. Da, das ist wirklich noch zu. Den verbrennen wir natürlich auch. Und somit, wer dann ganz genau wissen will, was da wirklich genau geht, schaut euch die Videos an, die euch in der Videobeschreibung verlinkt. Ich schaue mich Österreicher zu sein, ich schaue mich Europäer zu sein, das T-Shirt zu müssen.
Oder ein paar Leute haben gesagt, das nächste Mal, wenn wir nicht mehr werden, dann das auch gut rein. Roman, ich glaube, du wirst jetzt gleich ein ordnungsamtstechnisches Problem. Aber da hast du mal quasi, da guckst du mal. Der ist okay. So, ein bisschen noch. So. Heiligen Boden. Unser Julian hat es natürlich wieder angezündet, gell? Unser Julian ist der Zündler. Ja. Übrigens, das ist mein Bodyguard, der Elvis, Schatz, der Bouncer, der schmeißt die von Ordnungsamt raus. Und ich bin der Bodyguard vom Bodyguard. Ich habe einfach nur Windschatten gegeben, damit der Mensch das nicht zu viel löscht. Weil wir haben ja da einen Kollegen, der auch in der Rage unterwegs ist. Und ich habe mir erlaubt, damit du im Training bleibst, wenn ich schon jetzt auf dir ein stillschweigendes Gastro-Öffnungs-Closing-Bier von Stiegl mitnehme. Weil die Dehydration ist ja an den Tagen groß. Hat's unser Elvis unter Rauchschwaden. Ja. Erst brennt, dann raucht's. Somit hat sich alles verhorzt. Ist das gut? Ja. So funktioniert das. Ist gar nicht schwer. Natürlich zahlt sich das aber auch nur aus, weil wir über 30 Anzeigen wie ich habe. Ansonsten ist nur noch ganz ein kleines Feierchen, gell? Somit, jetzt haben wir es gehabt. Euch wohl, ihr seht's, wir feiern. Wir lassen die Sau raus. Freut mich, dass ihr dabei wart. Baba.